Und für die CDU-CSU-Fraktion. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich spreche heute nicht nur als Rechtspolitiker zu Ihnen, sondern vor allen Dingen als Berliner. Vor einem Jahr hat ein islamistischer Terroranschlag am Breitscheidplatz Berlin mitten im Herzen getroffen. Der Anschlag hat einer Stadt und ihren Menschen gegolten, die für ihre Weltoffenheit, die für ihre Toleranz bekannt sind. Ein Anschlag, der den Frieden und die Besinnlichkeit in der Adventszeit je durchbrochen hat. Und dieser menschenverachtende Anschlag, der hat uns alle tief erschüttert, der hat uns alle tief getroffen. Der Terror, der oftmals weit entfernt schien, war auf einmal mitten unter uns. Mir ist ganz wichtig, an dieser Stelle festzuhalten, dass die Berliner sich ihre Offenheit, ihre Unbeschwertheit durch diesen Anschlag nicht haben leben lassen. Denn die Stärke unserer Gesellschaft, die beruht auf Werten, sie beruht auf der Freiheit. Und die lassen wir uns nicht nehmen, meine Damen und Herren. Aber natürlich ist es so, dass wir daraus lernen müssen, dass wir Lehren daraus ziehen müssen. Denn der Terror macht vor unseren Grenzen nicht mehr Halt. Und natürlich ist es so, der beste Opferschutz ist der, wenn wir solche Anschläge verhindern können, wenn es keine Opfer gibt. Und deswegen, glaube ich, ist es unsere Aufgabe, unsere Pflicht, alles auch dafür zu tun, dass wir solche Anschläge vermeiden können. Da geht es darum, die Sicherheitsarchitektur so zu gestalten, dass unsere Polizei, unsere Justiz, unsere Dienste auch wirklich handlungsfähig sind. Da geht es darum, unsere Dienste personell und finanziell besser auszustatten. Es geht darum, ausreichende Ermittlungsbefugnisse ihnen an die Hand zu geben. Und es geht auch darum, dass wir Regelungen schaffen, wie wir besser steuern und kontrollieren können, wer bei uns im Land ist. Und wir haben seit diesem Anschlag viel an unseren Sicherheitsgesetzen geändert, vieles verbessert, aber manches bleibt auch noch zu tun. Und insofern freue ich mich auch, dass das heute hier ein fraktionsübergreifender Antrag ist. Und ich hoffe, dass alle, die diesem Antrag heute zustimmen, sich die Opfer auch dann erinnern, wenn es um konkrete Maßnahmen geht, wie wir solche Anschläge zukünftig verhindern können, meine Damen und Herren. Und natürlich geht es darum, wenn alles Menschenmögliche getan wurde und es trotzdem zu einem solchen Anschlag gekommen ist, dann darf es nicht nur Lippenbekenntnisse geben, es darf nicht nur Bekundungen geben, sondern die Menschen brauchen ganz konkrete, schnelle, unkomplizierte Hilfe. Und daran, meine Damen und Herren, daran hat es wirklich gehapert. Viele Regelungen, die bürokratisch waren. Es kann nicht sein, dass das erste Schreiben, das Angehörige bekommen nach einer solchen Situation, dass das erste Schreiben von offizieller Seite eine Rechnung des Rechtsmedizinischen Institutes ist, wo der zu Tode gekommene Angehörige untersucht worden ist. Wir brauchen einen sensiblen, einen angemessenen, einen respektvollen Umgang mit den Opfern, mit den Hinterbliebenen. Deswegen ist es gut, dass wir zukünftig Strukturen schaffen wollen, im Bund wie auch in den Ländern, dass wir eine zentrale Anlaufstelle haben, die das koordiniert, damit die Hinterbliebenen schnell und unbürokratisch geholfen werden kann. Das ist unsere Verantwortung, das ist unsere Pflicht. Ganz konkret möchte ich hier einen Punkt nennen, der ist schon angesprochen worden, das Opferentschädigungsgesetz. Dieses greift nicht, wenn ein Anschlag mit einem Kraftfahrzeug vorgenommen worden ist. Das ist eine wirkliche Gesetzeslücke. Das ist eine wirkliche Gesetzeslücke. Darüber haben wir schon diskutiert hier im Deutschen Bundestag. Wir haben seinerzeit gesagt, wir wollen das soziale Entschädigungsrecht umfassend anpacken, umfassend anpacken. Das machen wir heute. Das ist in diesem Antrag auch verortet. Und ich finde, da müssen wir wirklich das Opferentschädigungsgesetz an dieser Stelle ändern. Das kann nicht sein. Diese Regelung ist nicht mehr zeitgemäß. Das zeigt uns nicht nur der Anschlag vom Breitscheidplatz. Das zeigt uns auch Nizza. Das zeigt uns London. Das zeigt uns jüngst die Vorkommnisse in New York. Überall dort ist leider ein Kraftfahrzeug zu einem beliebten, weil einfachen und doch todbringenden Anschlagsmittel geworden. Und deswegen, glaube ich, ist es ganz wichtig, das Opferentschädigungsgesetz muss an dieser Stelle geändert werden. Wir müssen diese Schutzlücke schließen, meine Damen und Herren. Und eine letzte Bemerkung möchte ich noch darüber machen, weil das Ganze sich nun tatsächlich schon jährt. Ein Jahr ist es her. Dieser Antrag, der viele gute Dinge enthält, der Bericht von Herrn Beck, der auch viele gute Dinge enthält, ich glaube, aus Demut und Respekt vor den Opfern muss aus diesem Antrag jetzt schnell gesetzgeberisches Handeln werden. Danke, meine Damen und Herren. Für die SPD-Fraktion spricht nun Dr.